Meine Großeltern aus dem Altvatergebirge schwärmten immer von der guten alten Zeit. Unterm Kaiser Franz Josef, das war halt eine schöne Zeit, sagte oft meine Oma. Doch was faszinierte meine Großeltern so an der K&K-Zeit? Das friedliche Zusammenleben? Heute haben wir dank der EU auch wieder ein friedliches Zusammenleben. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 war das leider nicht so. Die Unterdrückung der Deutschen in der neu gegründeten Tschechoslowakei, die Machtergreifung Hitlers, der Zweite Weltkrieg, die Vertreibung, der Kalte Krieg, Kommunismus, vorbei. Gott sei Dank. Aber auch die Zeit unter Franz Josef ist vorbei. So ist es nun mal. Nichts bleibt für die Ewigkeit. Wie ein leiser Wind verfliegt die Zeit, nichts bleibt für die Ewigkeit. Das Weltenrad läuft unaufhaltsam weiter. Menschen kommen und Menschen gehen, vielleicht werden sie sich wiedersehen an fremdem Ort mit einem Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Sich Gedanken macht, wie er das Ziel des Lebens schafft, doch zieht das Schicksal eine andere Karte. Träume kommen und Träume gehen, Erinnerungen bleiben bestehen, da klingt von fern ein leises Halleluja. Am 18. August 1830 um 9.15 Uhr wurde hier im Schloss Schönbrunn der erste Sohn von Franz Karl und seiner Frau Sophie Friederike von Bayern geboren. Und einen Tag später auf den Namen Franz Josef Karl getauft. Es war eine schwere und schmerzhafte Geburt, die fast zwei volle Tage und Nächte dauerte. Letztendlich musste das Kind mit der Zange aus dem Mutterleib geholt werden. Mit 101 Kanonenschüsse wurde die Geburt von Franz Josef verkündet. Doch wer war sein Vater, Franz Karl? Wer waren seine Vorfahren? Sehen wir uns den Stammbaum der Habsburger an und beginnen wir mit Maria Theresia. Aus der Ehe mit dem römisch-deutschen Kaiser Franz dem I. Stephan gingen 16 Kinder hervor, von denen 6 noch zu Lebzeiten ihrer Mutter starben. Nach dem Tod ihres Ehemannes 1765 machte sie ihren Sohn Josef II., der bereits als designierter Nachfolger des Vaters 1764 zum Kaiser gekrönt worden war, zum Mitregenten. Josef II. War der erste Monarch des durch seinen Vater begründeten Hauses Habsburg-Lothringen, das bis 1918 regierte. Josefs Nachfolger war dessen Bruder Leopold II., der mit Maria Ludovica von Spanien verheiratet war. Ihr Sohn Franz II. Josef Karl war der letzte römisch-deutsche Kaiser und als Franz I. der erste Kaiser von Österreich. In zweiter Ehe heiratete er 1790 in Wien seine Cousine väterlicher wie mütterlicherseits Maria Theresia von Neapel, Sizilien. Ihr ältester Sohn Ferdinand I., genannt der Gütige, folgte seinem Vater,
als der zweite der vier österreichischen Kaiser aus dem Hause Habsburg-Lothringen. Die Ehe mit Maria Anna, Prinzessin von Savoyen, blieb kinderlos. Ferdinand I. hatte nicht 8, sondern nur 4 Urgroßelternteile. Sein Vater und seine Mutter stammten von den gleichen Großeltern. Ferdinands Krankheiten sind vermutlich darauf zurückzuführen. Ferdinands Bruder Franz Karl war mit Sophie Federike, eine Tochter von König Maximilian von Bayern, verheiratet. Ihr erster Sohn war Franz Josef. Wie ein leiser Wind verfliegt die Zeit, nichts bleibt für die Ewigkeit, das Weltenrad läuft unaufhaltsam weiter. Zunächst war geplant, ihn nach dem Großvater Franz, dem ersten Kaiser von Österreich, zu nennen. Schließlich entschloss man sich, durch Hinzunahme eines zweiten Vornamens, nämlich Josef, an den populären Reformkaiser Josef II. Zu erinnern. Aus diesem Grund wählte man für einen Monarchen aus dem Haus Habsburg den ungewöhnlichen Doppelnamen Franz Josef. Und hier in Schönbrunn verbrachte der junge Kaiser seine Kindheit. Und in einem Buch steht, wie man sich seine Kindheit vorstellen muss. Der Unterricht umfasst wichtige europäische Sprachen. Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch und ein wenig Englisch. Dazwischen Chemie, Geographie, Religion, Philosophie, Technologie, Wahn und Gesetzeskunde. Und da steht weiter, das ganze Rüstzeug für den Platz an der Sonne, den sich die Mutter im Stillen erträumt. Hier in Schönbrunn im Schlosspark, da kriegt man so ein bisschen gleich das Gefühl des Wiener Walzers. Und Johann Strauss' Sohn war ja der Walzerkönig. Er komponierte an der schönen blauen Donau. Das ist auch ein bisschen die heimliche Hymne der Österreicher. Und als die Uraufführung war von an der schönen blauen Donau, war das Publikum dermaßen begeistert, dass sie klatschten. Und ein Musikkritiker schrieb, das war ein richtiger Schlager. Und somit war Johann Strauss der Erfinder der Schlagermusik. Naja, da fällt einem natürlich sofort Johann Strauss der Sohn ein und die berühmten Walzer. Aber es gab natürlich auch große, bedeutende Komponisten aus dem böhmischen und ungarischen Raum. Nehmen wir als Beispiel Petrich Smetana. Der hat genau in dieser Zeit seinen großen Zyklus Mein Vaterland komponiert, mit dem er auch international rausgekommen ist. Da ist eben auch die Moldau das bekannteste Stückchen drin. Andere wie Antonín Dvořák hatten in dieser Zeit ihren internationalen Durchbruch. Dvořák so um 1870 mit seiner großen, erfolgreichen Oper Rusalka, die 1900 uraufgeführt wurde. Oder denken wir an den in Böhmen geborenen Gustav Mahler, einen der großen und bedeutenden Komponisten der Spätromantik. Und ich beginne jetzt meine Reise durch Böhmen, Mähren und Schlesien auf den Spuren der Habsburger, auf den Spuren Franz Josef, auf den Spuren der guten alten Zeit.
Meine Oma, die Priska, die hat immer geschwärmt. Und dann Franz Josef, das war eine schöne Zeit. Und da meinte sie nicht meinen Opa, der auch Franz Josef geheißen hat. Nein, sie meinte den Kaiser Franz Josef. Ich war zu klein, um nachzufragen. Und als ich größer wurde, hat es mich nicht interessiert. Und jetzt, wo es mich interessiert, kann ich sie nicht mehr fragen. Aufgeschrieben haben sie auch nichts. Eigentlich sollten alle Omas und Opas ihre Erinnerungen für ihre Kinder und Enkel aufschreiben. Was blieb mir übrig? Ich habe Bernd Posselt gefragt. War es wirklich eine schöne Zeit unter Kaiser Franz Josef? Ja, das muss man schon sagen. Es gibt einen handfesten Grund, warum unsere Eltern und Großeltern, und damit meine ich die in allen Völkern der K&K-Monarchie, vor allem auch die Juden zum Beispiel, der Monarchie sehr nachgetrauert haben. Und das war, was nachher geschehen ist. Nationalsozialismus, Krieg, scharfe nationale Konflikte, Holocaust, dann die brutale Vertreibung, die zum Beispiel unsere Volksgruppe erlebt hat, dann der Kommunismus. Und wenn die Leute aus dieser Zeit des 20. Jahrhunderts dann zurückgeblickt haben auf die Zeit vor 1914, dann musste ihnen die geradezu paradiesisch vorkommen. Und der Kaiser hat ja in seiner Person auch Korrektheit und das Bemühen um einen gerechten Ausgleich in besonderer Weise verkörpert. Das hier ist keine Tomate, sondern ein Paradeiser. Und das hier ist kein Sellerie, sondern Zeller. Und das hier ist kein Meerrettich, sondern Krähen. Und da gibt es noch viel mehr Ausdrücke. Riebiesel, Maröen, Fisoen. Österreichische Begriffe, so wie ich sie noch gelernt habe. Deshalb frage ich mich, sind die Sudetendeutschen den Österreichern näher als den Deutschen? Ja, mental sowieso. Also von der ganzen Kultur her selbstverständlich. Da ist überhaupt kein Zweifel. Interessanterweise hat das ein Hanseate mal thematisiert, nämlich Helmut Schmidt, der in einem seiner außenpolitischen Bücher sehr schnippisch geschrieben hat. Er versteht eigentlich nicht, warum die Sudetendeutschen nach Deutschland gekommen seien, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, und nicht in Österreich seien, weil sie doch eigentlich Österreicher waren. Da hat der Schmidt einerseits recht, aber andererseits ist eine Unverschämtheit, denn das Problem war natürlich, dass damals sowohl die Alliierten als auch die von Stalin mit eingesetzte österreichische Regierung, Renner, der übrigens Sudetendeutscher, nämlich Südmährer war, die Sudetendeutschen nicht in Österreich haben wollte. Ich werde diese Reise nicht allein machen. Es begleitet mich der Oberstudienrat und Sänger Cornelius von der Heyden. Beim Zollhaus Drasendorf sieht man schon von Weitem ein Schloss auf einer Anhöhe. Es ist Schloss Nikolsburg, eine ehemalige Burg, die Fürst Dietrich Stein 1611 bis 1618 als Schloss umbauen ließ. Hier fanden zweimal Friedensgespräche statt. 1805, nach der Schlacht von Austerlitz und der Besetzung der Stadt durch die Franzosen, wurden hier zwischen Napoleon und den Österreichern Friedensverhandlungen geführt. Cornelius schaute sich das Schlachtfeld an.
In diesem Gebiet fand am 2. Dezember 1805 die Schlacht bei Austerlitz statt. Die Alliierten Österreich und Russland verloren die Drei-Kaiserschlacht, wie sie auch genannt wird, gegen Frankreich. Die drei Kaiser, der österreichische Franz I., der russische Zar Alexander I. und Napoleon I., waren persönlich anwesend. Von hier aus beobachtete Napoleon die Schlacht. Auf dem Hügel von Pratze stehen zu Ehren der Schlacht ein Friedensmahnmal mit einem sehenswerten Museum. Während des Deutschen Krieges 1866 war das Schloss das Hauptquartier des preußischen Königs Wilhelm I. und des preußischen Kanzlers Otto von Bismarck. Nach der Schlacht bei Königgrätz wurde hier am 26. Juli 1866 in Anwesenheit von Franz Josef der Vorfriede von Nikolsburg mit Preußen geschlossen. Ja, dieser Vorfriede war eigentlich zunächst mal ein Waffenstillstand. Es wurden darin natürlich auch dann Gebietsveränderungen und Kriegsentschädigungszahlungen geregelt. Vor allem ging es aber um die Machtfrage. Es ging um die Auflösung des Deutschen Bundes, um eine Neugründung eines an Preußen orientierten Deutschen Reiches, zunächst mal als Norddeutscher Bund bezeichnet, und eben vor allem darum, dass Österreich dabei nicht mehr dabei war. Man muss sich das vorstellen, Österreich fiel aus dem großen Machtgefüge in Mitteleuropa damit vollständig heraus. Und damit kam es, auch auf die lange Sicht, zur Vorherrschaft Preußens in Mitteleuropa und damit eigentlich auch zum Beginn des wilhelministischen Deutschland. Ich überfahre das Mährische Meer, ein Stausee des Flusses Thaya, und komme nach Selowitz. Genauer gesagt, das Schloss Selowitz. Und hier führt uns die Geschichte nach Bayern. Hier auf diesem landwirtschaftlichen Gut in Leutstetten lebte jahrelang Maria Therese zusammen mit Ludwig. Und Ludwig wurde später Ludwig III. Von Bayern. Sie waren sich nicht zu schade, in der Landwirtschaft selbst anzupacken und bekamen deshalb von der Bevölkerung den Spitznamen der Millibauer und die Topfenresel. Und die Topfenresel war eine Habsburgerin. Marie Therese wurde am 2.7.1849 in Brünn geboren. 1867 fand hier die offizielle Verlobung von Marie Therese mit dem bayerischen Prinzen Ludwig statt. Und die ist auch geschichtlich deshalb interessant, weil sie durch irgendwelche Umstände, die ich jetzt im Einzelnen nicht erläutern will, von den Stuart-Anhängern in Großbritannien als die letzte Stuart-Erbin angesehen wurde. Und der letzte Kronprinz von Bayern, der Kronprinz Ruprecht, der war über seine Mutter aus Südmähren, Habsburg-Modena, Topfenresel, sozusagen für die Schotten, für die schottische Stuart-Anhänger, der eigentlich legitime schottische König. Bitte in 200 Metern rechts abbiegen und der Straße B4. Es geht weiter nach Olmütz, zum fürstbischöflichen Palais. Am 2. Dezember 1848 wurde Franz Josef hier zum Kaiser gekrönt. Aber warum in Olmütz? 1848 war ja ein europäisches Revolutionsjahr. Und das auch in Österreich-Ungarn. Es gab schon im März Aufstände in Wien und in Prag und später auch in Budapest und in anderen ungarischen Städten. Und vor diesen Aufständen war der kaiserliche Hof aus Wien geflohen. Und zwar eben in den sicheren Bischofssitz des Bischofs von Olmütz, in die bischöfliche Residenz, wo man eben dann war. Gleichzeitig
war der Kaiser Ferdinand ein regierungsschwacher Kaiser, der von einem seiner wichtigsten Berater, dem Fürsten Felix von Schwarzenberg, zum Rücktritt gedrängt wurde. Und das passierte alles in dieser Phase. Und dieser Rücktritt und die nachfolgende Proklamation des neuen Kaisers, eben des Sohnes, des gerade 18-jährigen Franz Josef, erfolgte dann eben offiziell in dieser Bischofsresidenz in Olmütz. Und gleichzeitig wurde Franz Josef der Erste da eben auch zum Nachfolger bestimmt und er wurde auch für volljährig erklärt. Eine eigentliche Krönung war diese Proklamation eigentlich nicht. Und wenn Sie heute in das fürstbischöfliche Palais in Olmütz kommen, dann sehen Sie ein wunderbares Gemälde vom jungen Franz Josef. Vor seinem Onkel kniend im fürstbischöflichen Palais von Olmütz zum Kaiser proklamiert worden. Also das war der Ort, wo überhaupt seine Karriere, wenn man das so nennen will, also seine Kaisertätigkeit, seine Aufgabe, die hat in Olmütz begonnen, nicht in Wien. Die Spurensuche geht weiter. Ich verlasse Olmütz und fahre nach Österreich-Schlesien. Nach Lindewiese im Altvatergebirge. Am 1. September 1779 ritt Kaiser Josef II. Durch Lindewiese. Bei seiner Ankunft hier im Logental trank er aus dieser Quelle. Der Kaiser hatte kein Glas und da gab man ihm aus dem Haus gegenüber ein einfaches Trinkgefäß. Als Erinnerung stellte man dieses Denkmal auf. Wie volksnah Josef II. War, zeigt ein Gedenkstein in Südmähren. Es gibt eine Geschichte, die sich auch hier in der Wieschauer Sprachinsel weit verbreitet hat, und zwar die Geschichte vom pflügenden Kaiser, Kaiser Josef. Was hat es denn damit auf sich, Honsa? Was weißt du darüber? Kaiser Josef ist hier vorbeigefahren und hat auf einem Feld einen pflügenden Bauern gesehen. Er hat angehalten, ist aus seiner Kutsche ausgestiegen und hat es ausprobiert, selbst zu pflügen. Josef II. Wollte alles regeln. Der hat zum Beispiel dann geregelt, wie viele Kerzen auf dem Hochaltar einer Kirche stehen dürfen, weil er fand, wenn zu viele Kerzen stehen, ist das übertrieben. Dann hat er den Spottnamen bekommen, erster Messdiener des Reiches, weil er sich um solche Details gekümmert hat. Also er war ein Macher, wie man heute sagen würde, aber auch ein Überregulierer. Die armen Bewohner von Lindewiese trugen dem Monarchen die Bitte um ein eigenes Gotteshaus vor. Dies bewilligte der Kaiser, der auch noch dem Pfarrer aus dem Religionsfonds zahlte. Somit haben die Lindewiesner Josef II. Nicht nur eine eigene Pfarrei, sondern auch die nach damaligen Gesetzen verbundene öffentliche Volksschule zu verdanken. Ja, ich bin jetzt in Friedeberg auf Tschechisch Šulova. Das ist auch gleichzeitig die Ortschaft meines Vaters. Und im Krieg zwischen Österreich und Preußen 1866 wurde hier die Kriegserklärung von einem preußischen Offizier einem österreichischen Husarenleutnant übergeben. Am 22. Juni 1866 überschritt preußische Infanterie bei Ziegenhals die österreichische Grenze. Es kam zu einem ersten Kugelwechsel bei Sandhübel. Hier starb der österreichische Trompeter Franz Köckötz. Er war der Erstgefallene des Feldzuges 1866.
Hier waren nur einige kleine Scharmützel, wie man so sagt. Die große Schlacht fand aber in Königgrätz statt. Und Cornelius hat sich dort umgeschaut. Von der Schlacht von Austerlitz im Jahre 1805 machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 1866. Wir sind hier an einem Denkmal für die gefallenen Offiziere und Soldaten, die hier in der Schlacht von Königgrätz ihr Leben gelassen haben. Hier auf dem Hügel Klum hat sich auch ein entscheidender Teil der Schlacht um Königgrätz abgespielt. Die Preußen, die aufgrund der Zündnadelgewehre strategisch überlegen waren, hatten viel weniger Verluste zu beklagen. Um die 9000 Gefallene auf preußischer Seite standen über 45.000 Gefallene auf österreichischer und sächsischer Seite gegenüber. Das heißt, diese Niederlage war folgenreich für die weitere politische Entwicklung. Ja, dazu muss man in die Vorgeschichte gehen. Es gab schon länger im Deutschen Bund, der ja nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches langsam entstanden war, eine Auseinandersetzung um die Führungsrolle im Deutschen Bund zwischen Preußen und zwischen Österreich. Es ging eigentlich darum, welches Deutschland entstehen sollte, wer die Vormacht haben sollte, Hohenzollern-Preußen oder Habsburg-Österreich. Preußen wollte diese Führung unbedingt haben und unbedingt erreichen und es wollte sie ohne Habsburg. Das heißt, es wollte die sogenannte kleindeutsche Lösung, in der Österreich, Ungarn einfach nicht mehr vorkommt. Und diese Lösung war nur durch Krieg zu erreichen. Und so suchte eigentlich Preußen nach einem Vorwand und da war eben dann dieser preußische Einmarsch ins Schleswig-Holstein der Anlass, denn Schleswig-Holstein war vorher nach dem deutsch-dänischen Krieg von Österreich und von Preußen gemeinsam regiert gewesen und nun marschierte Preußen hier ein und das gab den Kriegsgrund und damit war der Weg zu dieser Entscheidung der Machtfrage frei. Weiter geht es nach Jauernig. Auf einem Bergrücken steht die Johannisburg. Da drüben ist Polen, genauer gesagt Schlesien. Der Teil, den Friedrich II., den man auch den Großen nannte, Maria Theresia in den Schlesischen Kriegen genommen hat. Der bekannte Ausspruch von Maria Theresia war: Den Garten hat er mir genommen, den Zaun hat er mir gelassen. Nun ja, den Garten hat er genommen, das ist schon der Hauptpunkt in dieser Zeit vor der Industrialisierung. Denn dieses Schlesien war die Kornkammer des Habsburgerreiches, kann man sagen, und ein riesiger, großer Kulturraum. Und dem hatte sich Preußen und nicht erst Friedrich der Große schon lange vor, sich unter den Nagel zu reißen. Das ist ein lang gehegter Plan gewesen, aber er hatte dann eben unter Friedrich dem Großen erst die Wirkung. Eine riesige Folge, wenn man sozusagen einen wirtschaftlichen Kernpunkt verliert und nur noch einen Rand davon hat. Auf lange Sicht war dieser Rand dann durchaus auch wichtig, weil er eben sehr stark mit Kohle- und Erzvorkommen durchsetzt war und dort eben Bergwerke entstanden, aber die waren in der Phase noch nicht da. Aber Österreich-Ungarn und damit der Bereich der böhmischen Krone, denn Schlesien und Böhmen waren seit dem späten Mittelalter eng verbunden, hat hier einen großen kulturellen Verlust und einen großen wirtschaftlichen Verlust erlitten.
Und die Bevölkerung von Schlesien, waren die dann gerne bei Preußen oder haben die Österreich nachgetraut? Das ist schwer zu sagen, denn hier müssen wir auch die Konfessionsverhältnisse bedenken. In Schlesien gab es sehr früh Reformation, die dann durch die habsburgische Herrschaft in der Gegenreformation zurückgedrängt wurde. So waren aber immer noch gewisse Wurzeln an bestimmten Orten da. Denken Sie an die Friedenskirchen von Schweidnitz und Jauer und andere. Das heißt, es wurde jetzt hier auch die Möglichkeit gegeben, wieder konfessionell sich anders zu orientieren. Also ich glaube, das war sehr zweigeteilt. Gleichzeitig war der Anschluss auch an die Berliner Richtung für Schlesien durchaus auch etwas, wo man gewinnen konnte, denn man war nun direkt dran an dem sich entwickelten preußischen Vorherrschaft. Und so ist es eine sehr zweischneidige Sache für die Bevölkerung gewesen. Cornelius besuchte einen Teil des Gartens. Ja, wir befinden uns heute nicht mehr in Tschechien, sondern wir sind bereits in Polen. Und zwar auf der Nordseite des Riesengebirges, im sogenannten Schlesischen Elysium. Dieser Teil Schlesiens war natürlich auch seit alters her von deutscher Bevölkerung besiedelt. Und an diesem Ort, wo wir uns gerade befinden, sieht man im Hintergrund ein Schloss. Es ist das Schloss aus dem Geschlecht der Grafen Schaffgotsch, die hier in dieser Ecke sehr, sehr einflussreich über mehrere Generationen und Jahrhunderte gewirkt haben. Aus dem Adelsgeschlecht der Grafen Schaffgotsch, die sehr viele bedeutende Ämter bekleideten, ging eine böhmische Linie hervor. Das Spannende, dass diese Linie unter anderem auch militärisch für die österreichischen Kaiser in die Schlacht gezogen sind. Johann Franz von Schaffgotsch zum Beispiel war Generalfeldmarschall und seine Biografie verrät, dass er 1866 gestorben ist. Wenn man dran denkt, dass wir in dem Zusammenhang dieses Films schon die Schlacht von Königgrätz thematisiert haben am 3. Juli 1866, dann liegt die Recherche nahe, dass auch Graf Schaffgotsch im Zusammenhang mit der Schlacht von Königgrätz beteiligt war. Die Engelsburg hier in Jauernig war der Sommersitz der Bischöfe von Breslau. Aber hier weilte auch Josef vom Eichendorff. Und das ist gleich eine Gelegenheit, dass wir mal die Literatur in der K&K-Zeit behandeln. Da fällt mir sofort Adalbert Stifter und sein 1867 erschienener historischer Roman Vitico ein, der große Wirkung auch und große Bedeutung in dieser Zeit hatte. Dann möchte ich nennen, eine der wichtigsten Erzählerinnen deutscher Sprache in dieser, im ganzen 19. Jahrhundert, das ist die Marie von Ebner-Eschenbach, die unter anderem diesen berühmten Roman Das Gemeindekind verfasst hat, der sehr weit verbreitet war. Von den tschechischsprachigen Autoren ist vor allem eine Schriftstellerin zu nennen, nämlich Božena Němcová. Sie ist bis heute eine der bekanntesten tschechischen Autorinnen und ihr Roman Die Großmutter, die Babička, ist auch bis heute der am meistgelesene Klassiker der tschechischen Literatur. Cornelius schaute sich unterdessen weiter in Nordböhmen um. Richtung Berge nach Agnetendorf, um jetzt das Haus des Dichters Gerhard Hauptmann zu besuchen. Und hinter uns sehen wir das Haus von Gerhard Hauptmann, die Villa Wiesenstein. Die wurde in den Jahren 1900 bis 1901 erbaut. Gerhard Hauptmann hat dazu einen Berliner Architekten hierher geholt, der diese burgähnliche Villa dann konstruiert hat. Der Dichter Gerhard Hauptmann war einer der bedeutendsten Dichter des Naturalismus. Er hat dafür auch für sein Werk 1912 den Literaturnobelpreis erhalten.
Hauptmann hat bekannte Werke, zum Beispiel die Weber, der Biberpelz oder auch den Bahnwärter Thiel verfasst. Darüber hinaus viele Gedichte, auch Werke, die seine Heimat hier im Riesengebirge wiedergegeben haben. Ja, die Straße führt jetzt genau an der polnisch-tschechischen Grenze entlang. Das heißt, links ist Preußisch-Schlesien und rechts ist Österreich-Schlesien. So, für mich geht es jetzt weiter nach Prag. Meine Spurensuche über die Habsburger im Altvatergebirge ist nun zu Ende. Aber etwas gibt es noch über die Habsburger, und zwar die Habsburgwarte. Die Habsburgwarte stand auf dem Altvater, wurde dann auch Altvaterturm genannt. Er ist zusammengebrochen und heute, wenn wir da rüber schauen, da ist ein Fernsehsender droben. So, und jetzt geht es einfach weiter nach Prag, mal schauen, was ich da alles finde. Über den schlesischen Semmering fahre ich über Hohenstadt nach Prag. Cornelius hielt sich weiter in Nordböhmen auf und besuchte Gablonz. Gablonz ist eine Stadt mit 45.000 Einwohnern. Weit über die Grenzen hinaus bekannt ist die Glasschmuckproduktion. Das Glasmuseum beherbergt die mit 220 Metern angeblich längste Perlenkette der Welt. Wie war die wirtschaftliche Entwicklung unter Kaiser Franz Josef? Böhmen wurde unter Franz Josef zum reichsten Land Europas. Und noch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Studien der Siegermächte, aus denen hervorgeht, dass es in ganz Europa, einschließlich der vom Krieg verschonten Gebiete wie die Schweiz oder einschließlich der Siegermächte auch und so, kein Land gab, das wirtschaftlich so hoch entwickelt war wie die böhmischen Länder. 1903 hat Franz Josef seine Stimme auf Phonographenzylinder verewigt. Anlässlich der Landesausstellung in Reichenberg besuchte Kaiser Franz Josef am 24.06.1906 Gablonz. So, es gab eine tschechische Landesausstellung in Prag und eine deutsch-böhmische Landesausstellung in Reichenberg. Und der Kaiser kam 1906, glaube ich war es, nach Reichenberg. Und damals hat er mehrere Orte in Nordböhmen besucht, darunter auch Gablonz. Gablonz hat eine prachtvolle Turnhalle der damaligen Turnerbewegung im Stadtpark. Die wurde als Thronsaal mit Samt und Seide ausgeschlagen und so. Und da war mein Großvater auch dabei als junger Mann. Kilometer westlich von Gablonz befindet sich das Schloss Reichstadt. Ab 1848 war das Schloss einer der Alterssitze des abgedankten Kaisers Ferdinand. Wenn der Ferdinand irgendwo in Böhmen aufgetreten ist und er hat nach seiner Abdankung dort gelebt, nämlich in den Schlössern Bloschkowitz und Reichstadt in Nordböhmen, hat er gelebt und auf dem Radschin in Prag noch jahrzehntelang. Und war übrigens trotz seiner Behinderung, da sieht man, dass er nicht schwachsinnig war, wie oft behauptet wurde, ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann. Der Franz Josef ist als Kaiser sogar nachts von Wien nach Prag gefahren, um beim Onkel Geld zu leihen. So ein erfolgreicher Geschäftsmann war der. Ist erst heute durch die Forschung rausgekommen, weil das wurde streng geheim gehalten. Der war reicher als der Kaiser und als Privatmann, ja. Und dieser Ferdinand, wenn der zum Beispiel in Prag am Graben spazieren gegangen ist, das hat er fast jeden Tag gemacht, er ist ja auch dort gestorben, unter Franz Josef als abgedankter Kaiser und böhmischer König,
Da haben die Leute gejubelt beim Ferdinand und haben gerufen, hoch lebe König Ferdinand. Damit wollten sie demonstrieren, Franz Josef, der ist gekrönt, du bist nicht gekrönt. Also eigentlich jubeln wir dem noch zu. In der Schlosskapelle heirateten am 1. Juli 1900 der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und Gräfin Sophie Kotek, die spätere Herzogin von Hohenberg. Inzwischen bin ich in Prag angekommen. Der Prager Hauptbahnhof wurde im Jahr 1871 gegründet und hieß zunächst Kaiser Franz Josef Bahnhof. Ich treffe mich mit Irene Nowak. Sie wird mir die Spuren der Habsburger in Prag zeigen. Hallo! Servus, Edwin! Hallo! Herzlich willkommen in Prag! Ja. Grüß dich! Sehr schön! Wir sind jetzt vor dem Martinitzer Palais, wo früher ein Lazarett, ein Krankenhaus für die Soldaten war, wo der brave Soldat Schweig seine Krankheiten simulieren sollte. Man weiß ja nicht so ganz genau, wie das mit dem Schweig war. Der Schweig ist von dem Autor Jaroslav Hašek gut beschrieben, seine Abenteuer. Und auch diese Stelle, das Krankenhaus, wo er eben seine Krankheiten simulieren sollte. Zwei wichtige, bis heute noch unheilbare Krankheiten, die man gut simulieren kann, hat er gehabt. Ja, weißt du was? Nein, was war das? Dummheit und Faulheit. Ja, das kann man gut simulieren und ist bis heute noch unheilbar geblieben. Manche brauchen es gar nicht simulieren. Und was ist das heute? Heute ist da drinnen die Kaserne der Burgwache. Es sind die Soldaten hier, die dann vor der Prager Burg stehen, wo wir dann anschließend auch noch reingehen werden. Wir gehen gleich hier zu dem nächsten Gebäude, zu dem Toskana Palais. Auf dem Hradčína Platz, wo viele verschiedene Paläste stehen und unter anderem ist jetzt hier hinter uns das Toskana Palais. Das Palais ließ die Familie Thun bauen. Dann hat es Anna Maria Franziska von Toskana gekauft und in diesem jetzt heutigen Aussehen umbauen lassen. Und als Maria Theresia den Stefan von Lothringen geheiratet hat, ist sie auch die Großherzogin von Toskana geworden. Und so ist dann dieses Palais eben in die Hände auch der Habsburger gekommen. Das Palais diente überwiegend vom Anfang an für Büroräume, für Verwaltungsräume und auch heute ist es praktisch ein Verwaltungsgebäude des Außenministeriums. Ah, ja. Das sind die zwei Wachposten heraus, das ist wie in Athen, in genau, Griechenland das sind ist das die, auch so. Ja, das sind ja in England, in der Türkei und, ja. Und in vielen anderen Ländern. Über der Wehrmacht. So muss es sein. Ja, Irene, jetzt sind wir in der Burg. Jetzt sind wir in der Prager Burg. Wir sind schon auf dem zweiten Burghof der Prager Burg. Die Burg wurde schon im 10. Jahrhundert gegründet und war Sitz der böhmischen Fürste, der Przemysliden.
seit dem 12. Jahrhundert dann der böhmischen Könige. Und dann kamen natürlich nach den Przemysliden auch bald schon die Habsburger. Und es war dann auch eben Sitz der Habsburger, die auch böhmische Könige waren. Wir sind jetzt in die Kathedrale gekommen, der Prager Burg, die dem Heiligen Veit, Heiligen Wenzel und Heiligen Adalbert eingeweiht wurde. Und hier haben auch die Krönungen der böhmischen Könige immer stattgefunden. Außerdem sind hier einige Könige begraben. Und zwar Gründer dieser Kathedrale, Karl der IV. Mit seinen 4 Frauen ist hier begraben. Und von den Habsburgern sind es 2, die nicht in Wien, in der Kapuzinergruft begraben sind, aber hier in der Kathedrale. Und das ist da vorne ein weißer Sarkophag der Familie Habsburger Ferdinand Habsburger mit seiner Frau Anna und mit seinem Sohn Maximilian, die hier begraben wurden. Und in der königlichen Gruft, wo eben auch Karl der IV. Begraben ist, ist dann Rudolf der II. Begraben. Das ist dieser Rudolf der II., der hier in Prag auch die Alchemisten nach Prag, die Alchemisten eingeladen hat, der ein leidenschaftlicher Sammler von Kunst war. Und bei Rudolf den II., weil er den größten Teil des Lebens hier verbracht hat, hat man seinen Leichnam hier begraben, aber das Herz hat man dann in einer Urne extra nach Wien gebracht, so wie das dann auch bei den allen anderen Habsburgern gemacht wurde, dass unterschiedlich Leichnam und Herz begraben wurde. Du hast gesagt, Karl IV. Ist mit 4 Frauen hier begraben. Ist Karl IV. Deshalb Karl IV., weil er 4 Frauen hat? Das bestimmt nicht. Nein. Die Kirche hat nichts dagegen gehabt, dass die 4 Frauen oder waren die hintereinander? Die waren natürlich hintereinander. Ah. Also seine 4 Frauen hat er hintereinander geheiratet, sind immer sehr früh gestorben, weil sie früh auch Kinder gehabt haben. Und sie haben sich nie gesehen und nie kennengelernt, aber heute sind sie in einem Sarkophag eben neben Karl den IV. Hier in der Kathedrale begraben. Wir kommen jetzt in die böhmische Kanzlei neben dem Wladislaw-Saal, wo es zu dem 2. Prager Fenstersturz kam. Es war im Jahre 1618. Als hier von diesem Fenster die 2 Herren, Slavata und Markiez, und der Schreiber Fabricius herausgestürzt wurden. Jetzt sind wir in dem Wladislaw-Saal. Der wurde von dem König Wladislaw Jagiełło noch vor den Habsburgern gebaut. Und hier wurden auch Reiterturniere organisiert. Er wurde auch als Rittersaal eingerichtet. Während der Reiterturniere hat man den Boden des Wladislaw-Saales mit Stroh belegt. Nach den Reiterturnieren hat man Stroh mit etwas Mist aus dem Fenster herausgeschmissen. Und so ist dann hier unter dem Wladislaw-Saal und gleichzeitig unter der böhmischen Kanzlei, wo wir gerade waren, ein großer, weicher Haufen entstanden. Und der hat die gerettet, die man bei dem 2. Fenstersturz dann herausgestürzt hat. In den Geschichtsbüchern steht, es war ein Misthaufen hier. Es waren Reste der Reiterturniere, die eben von hier gestammt haben. Irene, das ist jetzt der Krönungssaal von Ferdinand? Genau. Nach der Krönung in der Kathedrale ist dann die Zeremonie hier weitergegangen. Und in diesem Saal kam es dann, in dem Wladislaw-Saal, auch zu der letzten Krönung des böhmischen Königes, eben Ferdinand des Gütigens, im Jahre 1836. Und da vorne ist er dann praktisch gesessen? Da vorne ist er gesessen. Der Saal wird auch heute für diese Zeremonielle benutzt, heute für dann die Inauguration des Präsidenten. Also es ist praktisch dasselbe Zeremoniell und Ritual, wie es damals war. Ja. Wir sind jetzt in der Landratskammer.
Und hier sind die wichtigsten Porträts der Habsburger, die auf keiner Burg in Böhmen fehlen dürfen. Es ist die einzige Frau, Maria Theresia, daneben ihr Gemahl Franz von Lothringen, daneben der Sohn von diesem Ehepaar, Josef II., auch böhmischer König, der ganz wichtig war für die Gründung der Stadt Prag, weil er hat den ersten Oberbürgermeister der Stadt Prag bestimmt. Er hat dann auch viele Privilegien der jüdischen Stadt in Prag gegeben. Danach heißt sie Josefstadt. Und Josef II. War auch Gründer der Stadt Theresienstadt. Den Namen hat er nach seiner Mutter der Stadt gegeben. Das war eine Garnisonstadt, die dann aber leider in der Zeit des Zweiten Weltkrieges jüdisches Ghetto geworden ist. Auf dem nächsten Porträt ist dann Leopold II., Bruder von Josef II., der auch böhmischer König geworden ist. Und auf dem letzten Bild haben wir dann den Kaiser Franz I. Kaiser Franz I. der österreichischen Monarchie war der letzte Kaiser auch des Heiligen Römischen Reiches der deutschen Nation. Und es war der Enkel von Maria Theresia. Wir können von hier das Lustschloss Belvedere sehen. Lustschloss der Königin Anna ließ Ferdinand Habsburger für seine Frau Anna aus Liebe bauen. Man sagt, der schönste italienische Renaissancebau nördlich von den Alpen. Irene, Maria Theresia steht da drum. Was ist das? Das war ein Damenstift, was hier Maria Theresia gründen ließ. Das war für Damen im hohen Alter, die dann alleinstehend waren. Die haben Pflege gebraucht und die haben das ganze Vermögen hier abgegeben und dafür haben sie bis Ende des Lebens hier gelebt und wurden hier gepflegt. Das ganze Aussehen der Prager Burg ist praktisch im Barockstil heute aus der Zeit Maria Theresia erhalten geblieben. Das heißt, Maria Theresia war sehr sozial. Kann man vielleicht auch so sehen. Ja, wir sind in dem goldenen Gässchen. Das ist die Stelle auf der Burg, die touristisch anziehend ist wegen den kleinen Häuschen und dem Namen Goldenes Gässchen. Und den Namen Goldenes Gässchen hat die Gasse wahrscheinlich danach bekommen, weil Rudolf II. Hat hierher die Alchemisten angesiedelt, die für ihn das Gold schaffen sollten. Rudolf II. War ein bisschen ein komischer Mann, der sich vorgestellt hat, dass man aus einfachen Sachen Gold oder sogar Elixier des ewigen Lebens schaffen könnte. Und die Alchemisten sollten hier das Gold schaffen, drum Goldmachergässchen, später dann Goldenes Gässchen benannt. Schau, die haben wir gespielt sehen. Ja, da ist die Seite, die haben wir. Ja, das war noch. Irene, meine Mama, die hat unwahrscheinlich dieses Jesulein von Prag verehrt. Du hast mir jetzt die Kirche gezeigt und hier oben sieht man ja das Jesulein. Welche Geschichte steht dahinter? Das Prager Jesulein befindet sich hier in der Kirche Maria Victoria. Das ist schon selbst eine Geschichte zu der Kirche. Die Kirche hat man Maria Victoria geweiht nach der Schlacht auf dem Weißen Berg zur Ehre, dass die Habsburger dort gewonnen haben, die Schlacht auf dem Weißen Berg. Und dann ist als ein Hochzeitsgeschenk diese Statue aus Wachs, das Jesulein, aus Spanien hierher gekommen. Eine spanische adelige Dame hat es als ein Hochzeitsgeschenk bekommen und mit nach Prag gebracht. Dann hat sie es der Kirche geschenkt und es wird gesagt, wenn man zu dem Jesulein betet, das schafft die
die Wünsche in Erfüllung zu bringen. Und es geht besonders um die Wünsche, um die Gesundheit. Das sind Tafeln, die dann Dank aussprechen aus der ganzen Welt, in allen Sprachen da, von Leuten, denen diese Wünsche in Erfüllung gekommen sind. Und bis heute pflegen hier die Karmelitaner-Schwestern diesen Altar mit dem Jesulein und kleiden praktisch auch das Jesulein zu verschiedenen Gelegenheiten und Feiertagen um. Und dann ist ja noch ganz was Besonderes, dass Maria Theresia das Kleid gestrickt hat oder gestickt. Stimmt das? Es gibt viele Geschenke, was das Jesulein bekommen hat. Und eins von den Kleidern, was das Jesulein bekommen hat, hat Maria Theresia geschenkt. Das ist heute in einem Tresor aufbewahrt. Und man sagt, dass dieses Kleid Maria Theresia auch selber gestickt hat, dass sie sehr geschickt in Handarbeiten war. Sie war ja, Maria Theresia war ja auch sehr christlich verbunden. Ne? Und sie hat eben auch so ein Geschenk dem Jesulein gebracht. Und eins von den letzten Geschenken, was das Jesulein bekommen hat, hat Papst Benedikt gebracht. Es ist ja auch ein Bild dann neben dem Altar von dem Papst Benedikt da. Er hat dann eine Krone dem Jesulein als Geschenk gebracht und das Jesulein war zu seiner Ehre damals in einem Hermelinmantel gekleidet. Ja, Papst Benedikt ist ja von uns aus München, genau, ja. Aus Bayern. Genau, ja, ja. And at the same time, bless their country. We make this prayer to Christ our Lord. Ja, Irene, wieder irgendwie was von den Habsburgern hinter uns? Ja, wir sind jetzt in die Altstadt gekommen und da befindet sich auf dem Jan-Ballach-Platz das Rudolfinum, das Gebäude mit den blauen Fahnen, welches den Namen nach dem Thronprinz Rudolf bekommen hat und war in der Zeit der österreichischen Monarchie das Verwaltungsgebäude Parlament. Und heutzutage ist es das Künstlerhaus, wo Sitz der Tschechischen Philharmonie ist und wo in dem Dvořák-Saal die schönsten Konzerte der Philharmonie auch stattfinden. Das ist eigentlich Josefstadt, oder? Ja, wir sind jetzt in die Josefstadt gekommen, ehemaliges jüdisches Viertel, welches eben nach Josef II., Sohn Maria Theresia, Namen bekommen hat, weil Josef II. Hat einige Privilegien der jüdischen Stadt gegeben und zu seiner Ehre hat man dann die Stadt auch nach ihm benannt. Wir sind jetzt im Zentrum der alten jüdischen Stadt, von der eben hier im Zentrum nur das Wichtigste erhalten geblieben ist. Es ist unter anderem die alt-neue Synagoge, hinter mir das Gebäude mit dem steilen Dach und das alte jüdische Rathaus. Das alte jüdische Rathaus mit der Uhr an dem Türmchen und der jüdischen Uhr darunter, die sich umgekehrt dreht, so wie es bei den Juden üblich ist, wurde in der Zeit Rudolfs II. Gebaut. Rudolf II. Hat damals mit den Primas der jüdischen Stadt, Mordechai Meisel, ausgemacht. Wer als erster stirbt, überlässt das ganze Vermögen für den, der ihn überlebt hat. Das war natürlich schlau vom Kaiser Rudolf, weil Mordechai Meisel war viel, viel älter. Als er schon über 90 Jahre alt war, hat er gemerkt, um was es dem Rudolf geht und hat dann von seinem Geld dieses Rathaus bauen lassen, eine Synagoge, Straßenpflastern und dann ist nicht mehr so viel Geld übrig geblieben für den Kaiser Rudolf und er konnte in Ruhe als erster sterben. Jetzt sind wir bei dem alten jüdischen Friedhof, der diente hier bis in die Zeit Josefs II. Es war schon wenig Platz und man hat hier dann bis in 9 Schichten begraben müssen.
Aus dem Grund hat Josef II. Einen neuen jüdischen Friedhof gründen lassen, der ganz außerhalb der Stadt war. Und der dient auch bis heute noch. Dort wurde Franz Kafka begraben und dort wird auch weiter bis heute noch begraben. Am Abend besuche ich das Lokal des braven Soldaten Schwelg. Setz dich hin und quatsch, was du willst. Das ist mein Grundsatz. Gut, Herr Wirt, aber Sie werden doch zugeben müssen, dass es ein großer Verlust für Österreich ist. Was heißt großer Verlust? Unersetzlicher Verlust. Weil der Ferdinand, der lässt sich nicht durch jeden beliebigen Trottel ersetzen. Nur noch dicker hätte er sein sollen. Krieg? Na, selbstverständlich. Na, glauben Sie, der Kaiser wird sich das gefallen lassen? Nein, wird er sagen. Er wird sagen, aha, ihr habt mir meinen Onkel erschlagen. Na, wart's nur, jetzt kriegt's einen in die Kuschen. Sie sind verhaftet. Sie kommen sofort mit auf die Polizeidirektion. Verzeihen Sie bitte schön, das muss ein Irrtum sein. Sie müssen mich mit irgendjemand verwechseln. Ich habe nie irgendetwas gesagt, was irgendjemand bereinigen könnte. Sie haben sich einer Reihe strafbarer Handlungen schuldig gemacht, unter denen Majestätsbeleidigung und Hochverrat noch die geringsten sind. Kommen Sie. Und wer wird mein Bier bezahlen? Die Polizei oder unser Herr Kaiser? Na gut, dann zahle ich. Südlich von Prag in Benešau befindet sich das Schloss Konopišt. Am 1. März 1887 gelangten durch Kauf Schloss und Herrschaft Konopišt an Erzherzog Franz Ferdinand. Als sein Vater Karl Ludwig, der Bruder Franz Josefs, 1896 starb, wurde er Thronfolger. Bis dahin war er seit dem Selbstmord Kronprinz Rudolfs 1889 hinter seinem Vater Nummer 2 in der Thronfolge der Doppelmonarchie gewesen. Kronprinz Rudolf, der in Meierling Selbstmord begangen hat, hatte Pläne, Böhmen aufzuwerten und Böhmen mehr Autonomie zu geben. Die hat er mit ins Grab genommen. Perfekt weiterentwickelt hat das der Neffe von Franz Josef, der Erzherzog Franz Ferdinand, der dann 1914 in Sarajevo ermordet wurde. Und dieser Erzherzog Franz Ferdinand, der eben, wie gesagt, die meiste Zeit in Böhmen lebte und dann in Sarajevo ermordet wurde, der hatte ja eine sogenannte Werkstatt gegründet. Und die Werkstatt war ein, heute würde man sagen, ein Think Tank, also eine Sammlung der besten Köpfe aus allen Nationen der Monarchie. Die haben auf dem Belvedere in Wien getagt, weswegen man sie den Belvedere genannt hat. Es war ein bisschen so eine Opposition gegen den Kaiserhof. Man hat gesagt, Belvedere, Spannung zu Schönbrunn. Weil der alte Kaiser war natürlich nicht mehr sehr reformfreudig. Und man hätte viele Nationalitätenprobleme lösen können, lösen müssen, nicht zuletzt auch die in Böhmen. Und die Ideen dafür hat vor allem Franz Ferdinand entwickelt. Und Franz Ferdinand hatte fest vor, den böhmischen Ländern mehr Rechte zu geben. Er hatte auch fest vor, sich nicht nur zum ungarischen, sondern auch zum böhmischen König krönen zu lassen und den mährischen Ausgleich auf die anderen Kronländer auszuweiten und so weiter und so fort. Das war das sehr fortschrittliche Programm dieser sogenannten Werkstatt. Von diesem Bahnhof aus begab sich Erzherzog Franz Ferdinand nach Sarajevo. Doch warum fuhr er nach Sarajevo? Ja, also Sie wissen ja, Franz Ferdinand ist am 28. Juni 1914 in Sarajevo
nach Sarajevo gekommen und dort dann ermordet worden. Grund für den Besuch war ein Manöver der K&K-Armee in Bosnien, zu dem er eingeladen worden war. Eingeladen hatte ihn der Statthalter für Bosnien-Herzegowina, Oskar Pitorik. Und an sich ist so ein Besuch nichts Ungewöhnliches. Der Statthalter wollte die positive Wirkung der habsburgischen Herrschaft in dieser unruhigen Gegend Bosnien unterstreichen. Und so war auch diese Einladung schon relativ lange ausgesprochen. Warum gerade an diesem Termin? Denn 28. Juni, das ist der Jubiläumstag oder für die Serben natürlich der schmerzliche Erinnerungstag an die Schlacht auf dem Amselfeld. Also ein äußerst aufgeladenes politisches, historisches Symbol. Ausgerechnet an diesem Tag, dem 525. Der 525. Wiederkehr dieses Tages, dieser Niederlage, war nun dieser Besuch in Sarajevo. Das wurde von serbischer Seite sofort als Provokation aufgefasst. Aber auch der Besuch war schon länger geplant und die Attentatspläne der Gruppe um den Attentäter waren auch schon länger in der Schublade, wurden also schon längst vorher geplant, waren also keine direkte Reaktion auf eine Provokation. Insgesamt ist es sehr umstritten, ob es sich da auch um eine Provokation handelte oder ob es ganz normal war, denn im Frühsommer waren die Manöver. Hätte Franz Josef den Ersten Weltkrieg verhindern können? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Wenn man das große Buch von Christopher Clark, Die Schlafwandler, liest, der ja über diese lange Entstehung, den langen Weg zum Ersten Weltkrieg ausführlich alles analysiert hat, möchte man sagen, dass die Einzelperson des Kaisers eigentlich gar keine so große Rolle spielte. Im Endeffekt hätte er gar nichts Entscheidendes verhindern können. Und man muss ja auch sehen, am Anfang war das Ende nicht absehbar. Und zu Beginn des Krieges haben sowohl Franz Josef wie auch Kaiser Wilhelm II. Geglaubt, es bliebe bei einem kleinen Scharmützel in Serbien. Und das ist innerhalb von ein paar Tagen vorbei und das war's dann. Und dann kam es eben doch anders, weil die Maschinerie der vielen, vielen Bündnisse und der Interessen hier dann ins Rollen kam. Und es gab eben so viele Interessen, etwas zu verändern. Es gab so viele aufgestaute Veränderungswünsche, die dann alle sich in diesem Konflikt entladen haben und auch in der Folge dieses Konflikts. Nördlich von Prag liegt die Doppelortschaft Brandeis-Altbunzlau. Hier starb am 28. September des Jahres 929 der heilige Wenzel eines gewaltsamen Todes. 1908 wurde Karl, der spätere Nachfolger Kaiser Franz Josef, als Oberleutnant nach Brandeis berufen. Er zog in das dortige Schloss, in dem sich im Laufe der Jahrhunderte alle Herrscher der Habsburger aufgehalten haben. Dieses Schloss Brandeis hat der Kaiser Karl aus seiner Privatkasse, die bei einem Großneffen des Kaisers jetzt nicht so toll war, gekauft als seinen Wohnsitz. Und da hat er jahrelang gelebt in Böhmen, also dort und in Berlin vor allem. Und das Interessante ist, das war sein Privatbesitz bis zur Verstaatlichung durch die Tschechoslowakische Republik 1918. Und er war so beliebt in diesem rein tschechischen Ort, dass 1918, als er entthront wurde, der Gemeinderat von Brandeis ihn mit riesiger Mehrheit in der damaligen Atmosphäre, Masaryk, Beneš, Aufstand, Anti-Habsburg und so, hat der Gemeinderat von Brandeis beschlossen, der Kaiser soll nach Brandeis kommen und dort seinen Wohnsitz nehmen und den Rest seines Lebens verbringen. Dazu laden sie ihn ein und machen ihn quasi zum Ehrenbürger. Oder er war vielleicht sogar Ehrenbürger.
Eines der außerordentlichen Ereignisse in Brandeis war 1813 das Treffen dreier Herrscher, des österreichischen Kaisers Franz I., des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Und des russischen Zaren Alexander I. Sie erörterten dort das gemeinsame Vorgehen gegen Napoleon I. Doch bleiben wir bei Karl I. Karl hatte schon die Idee eines modernen Selbstbestimmungsrechts mit Föderalismus, also Selbstbestimmungsrecht gemeinsam in einer Föderation ausüben, in einem Bundesstaat, in einem demokratischen, mit einer kaiserlichen Spitze. Das war die ganz moderne Idee von Kaiser Karl, der überhaupt maßlos unterschätzt wird und einer der bedeutendsten Köpfe überhaupt war. Aber er hatte keine Gelegenheit, weil er nur 2 Jahre im Amt war und es war Krieg, das zu verwirklichen. Und als er dann 1916, Franz Ferdinand war ja ermordet 1914, und als er dann 1916 der Karl auf den Thron kam nach dem Tod Franz Josefs am 20. November 16, da wollte der Karl das alles verwirklichen. Und das ging natürlich nicht wegen des Krieges, also zum Beispiel die Ungarn haben gesagt, wenn du eine böhmische Krönung machst, dann legen wir die Waffen nieder an der Front. Das konnte er im Krieg unmöglich riskieren, ja. Also konnte er in den 2 Jahren wenig tun, hat aber dann versucht, in dem Völkermanifest von 1918 wenigstens einen friedlichen Übergang zu schaffen hin zu einer demokratischen Föderation, die leider nicht gelungen ist, weil es zu spät war. Aber er hat schon damals gesagt, wenn uns dies nicht gelingt, wird ein Vakuum entstehen im Donauraum und da werden zuerst Deutschen und dann die Russen eindringen. Das ist genau das, was dann passiert ist. Der Mann war prophetisch. Ja. Kaiser Karl war ja nicht nur, deswegen wurde ja auch selig gesprochen von Papst Johannes Paul II., ein Mensch, der mit Leidenschaft und allen Methoden versucht hat, den Ersten Weltkrieg zu beenden, den er geerbt hatte, als er 1916 auf den Thron kam, was ihm nicht gelungen ist, vor allem wegen des Widerstands des preußisch-deutschen Generalstabs, aber er wollte das und hat es mit allen Mitteln versucht, hat das erste Sozialministerium der Welt eingeführt. Also das erste Sozialministerium der Welt entstand unter den Habsburgern. Das sind Dinge, die gar nicht bekannt sind. Und das ist auch zu wenig bekannt. Der Kaiser Karl hat 1911 seine Frau in Franzensbad kennengelernt, die Kaiserin Zita, die ich noch sehr gut kannte. Ich fahre nach Franzensbad und treffe mich im dortigen Museum mit dem Direktor und Historiker Stefan Karel Ostrichil. Wer von den Habsburgern war denn in Franzensbad? Einen regelmäßigen Gast von Franzensbad, also in dem Haus Habsburg, nennen sollte, dann war es die Maria Annunziata, diese Äbtissin aus dem Haus Habsburg, eine sehr interessante Lebensgeschichte. Die weilte nämlich mehrmals in Franzensbad und sie hat eben auch also das Treffen hier in Franzensbad von Karl und Zita initiiert, also wo die als erwachsene Leute zum ersten Mal trafen und dann entstand die große Liebe. Am 20. November 1912 wurde Karls und Zitas erster Sohn, Erzherzog Otto, geboren. Auch er hat eine enge Beziehung zu Franzensbad. Also er vermutet, dass er in Franzensbad entstanden ist sozusagen. Und es ist wirklich ein Zufall, also das weiß ja in der Öffentlichkeit niemand. Er wurde ja kurz vor seinem Tod noch Ehrenbürger der tschechischen Stadt Franzensbad, wo der damalige tschechische Außenminister Cyril Svoboda anwesend war und persönlich an der Zeremonie mitgewirkt hat. Das hat ihn sehr bewegt. Sie waren ja lange Mitarbeiter oder Vertraute, wenn ja. Ich mal sogar, von beides. Otto von ja. Habsburg. Was haben Sie mitgenommen von ihm? Otto von Habsburg war erstens völlig unsentimental, was Geschichte betrifft. Er hat gesagt, was vorbei ist, ist vorbei. Er war aber zweitens sehr geschichtsbewusst, das scheint sich zunächst mal zu widersprechen, ist aber nicht so, weil er gesagt hat, Geschichte ist dazu da, um was Besseres für die Zukunft zu machen.
Und für ihn war das Reich der Zukunft ein demokratisches Europa. Und das Dritte, was ich ihm von ihm mitgenommen habe, ist das unglaubliche Pflichtbewusstsein, das er hatte. Er hat wirklich Tag und Nacht mit eiserner Disziplin gearbeitet und war durchaus ein lebensfroher Mensch. Also manchmal sind wir auch, weiß nicht, in seinem Arbeitszimmer, das kann sich jemand gar nicht vorstellen, der den würdigen alten Herrn gekannt hat, sind wir am Boden gesessen, haben Portwein getrunken und Jazzplatten gehört. Ja? Also der konnte auch ganz locker sein. Und das Vierte und Letzte, was ich mitgenommen habe von ihm, das ist die Verankerung im Glauben, also im Christentum, die war bei ihm auch sehr stark. Kein starres Christentum, sondern ein sehr offenes, auch gegenüber anderen Kulturen und Religionen und auch gegenüber Menschen, die einfach anders sind als man selbst. Also Kaiser Franz Josef, damals noch nicht als Kaiser, hat Franzensbad einmal besucht. Er war zweimal im Egerlande und einmal in Franzensbad. Es war im Jahr 1847, also noch als Erzherzog, sogar mit seinen zwei Brüdern zusammen. Er fuhr, ob ich mich nicht irre, aus Sachsen nach Österreich, nach Wien und hat hier im Hotel, damals russisches Haus, später Erzherzog Stefan übernachtet, ja, also direkt im Kurzentrum. Das war sein einziger Besuch. Ich spaziere durch den Kurpark und besichtige die Statuen der Habsburger. Meine Reise auf den Spuren der Habsburger soll hier enden. Tja, die gute, schöne Zeit unter Franz Josef. Und was sagen die Historiker dazu? Was den Spruch betrifft, dann ist es eben, das ist das, was ich sagen will, es gibt immer irgendeine Lebensweise. Ja, man wird geboren in einer Welt und die funktioniert irgendwie. Man lebt sich hinein und gewöhnt sich an verschiedene Dinge. Und wenn es dann zu einem Umbruch, hier Erster Weltkrieg und dann die Revolutionen, ja, also wirklich Umwälzungen, große Umwälzungen, eben was, also Lebensstandard, mit Möglichkeiten, Mobilität und alles Mögliche betraf, dazu eben auch dann also neue Staaten, neue Nationalgemeinschaften und so weiter, dann kam wirklich also die ganze Welt der Habsburgermonarchie oder einfach, sagen wir, Mitteleuropa, wie man will, das kam einfach in Bewegung. Und jemand, der 30, 40 Jahre in irgendeinem System erlebt hat, für den ist es logisch sehr schwierig, sich an etwas Neues zu gewöhnen und vor allem auch dann, wenn es für ihn dann nicht so bequem ist, zum Beispiel wie vorher. Ja. Es konnte aber auch Leute geben, die dann begeistert waren, dass es anders ist. Ne? Das ist schwierig. Aber wirklich, also gewisse Strukturen, soziale Strukturen, Sicherheiten im Leben und so weiter, das gab schon unter der Monarchie, auch für die Ärmeren. Die wussten, ja, eigentlich Robert Musil und so weiter. Also ich glaube, es gibt so viele Antworten, aber keine ist einfach. was die Habsburger Monarchie betrifft. Also ich bin bei solchen Fragen immer gerne sehr vorsichtig. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, dass diese gute alte Zeit bestimmt nicht besser war als unsere heutige. Aber eins ist schon bezeichnet. Sowohl in Österreich als auch beispielsweise in Bayern ist diese Phase, in Österreich die Zeit der Regentschaft von Franz Josef I., in Bayern die Prinzregentzeit, das Synonym, das Symbol für diesen Begriff gute alte Zeit. Es war, damit ist gemeint, eine Zeit, in der noch alles in Ordnung war, in Anführungszeichen natürlich, alles in Ruhe war. In Wirklichkeit gab es aber in dieser Zeit auch große Probleme, die sich angestaut hatten und die ja dann auch sich in der Folge
nicht unbedingt positiv überall, aber sie haben sich gelöst. Und diese Probleme haben sich eben dann im Ersten Weltkrieg auch entladen. Und diese Phase, die danach kam, war im Blick von vielen, gerade von denen, die das große habsburgische Reich verloren haben, die Österreicher, die dann zurückgeworfen wurden auf einen kleinen Rumpf in den Alpen, natürlich die gute. Aus Blick von Tschechen, die nach 1918 ihren eigenen Staat bekommen haben, war es natürlich die schlechte. Denn da war nun erreicht, was man als Ziel hatte. Und so kommt es immer sehr darauf an, wer meint, es ist die gute alte Zeit. Wecken um 3:30. Ich bin mit meiner Arbeit nicht ganz fertig geworden. Laut Aussagen seines Dieners Ketterl waren dies die letzten Worte Franz Josefs. Am 21. November 1916 verstarb Franz Josef im Alter von 86 Jahren. 2 Jahre später, nach dem Ersten Weltkrieg, endete das Habsburger Imperium. Halleluja, 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 Halleluja. Wie ein leiser Wind verfliegt die Zeit, nichts bleibt für die Ewigkeit, das Weltenrad läuft unaufhaltsam weiter. Menschen kommen und Menschen gehen, vielleicht werden sie sich wiedersehen, an fernem Ort mit einem Halleluja. Halleluja. Sich Gedanken macht, wie er das Ziel des Lebens schafft, doch zieht das Schicksal eine andere Karte. Träume kommen und Träume gehen, Erinnerungen bleiben bestehen, da klingt von fern ein leises Halleluja. Zauberglanz von Reichtum, Schönheit, Arroganz, ein höher, schneller, weiter, ohne Ende. Ein jeder will's, ein jeder kann's, doch steht am Schluss der Totentanz. Den letzten Schritt geht man mit leeren Händen. Nichts bleibt für die Ewigkeit. Ich bin dankbar für die viele Unterstützung, die ich von den Zuschauern erfahre. Wenn es Ihnen auch ein Bedürfnis sein sollte, diesen Film und den Kanal SudetenTV auszugleichen, freue ich mich ganz besonders. Informationen finden Sie auf meiner Webseite www.edwin-bude.de und unter dem Video hier auf YouTube. Herzlichen Dank.